nur eine Riders-Tour sein, meine Damen und Herren. Und darum will ich wirklich hoffen, dass es in den nächsten Jahren ebenfalls so weitergeht mit der Riders-Tour, ob hier in München oder eben auch bei ihren Stationen zuvor. Was ist geschehen, meine Damen und Herren? Es gab schon ganz klein wenig das große Favoritensterben. Hier beim großen Finale diejenigen, die in Führung liegen, nämlich Christian Ahlmer mit seinen entspannten 40 Punkten. Er kam schon mal nicht hinein in die Winning Round zum Punkten. Weiter ging es dann mit Janne Friederike Meyer-Zimmermann mit 27 Punkten. Ebenfalls nicht dabei in der Winning Round, ebenfalls nicht mit weiteren Punkten. Also die müssen abwarten. Genauso geht es dem Dritten auf dem Podestplatz, nämlich Dennis Nielsen mit seinen 22 Punkten nicht dabei. Also der muss auch warten. Dann geht's aber los. Dann kommt Andreas Kreuzer, der hat 20 Punkte. Der hat gleich die Chance. Ebenfalls hat dann noch die Chance Mario Stevens, der in der Winning Round mit dabei ist. Der hat 13 Punkte. Sollte der siegen, wären es 23 Punkte. Ist er dann nämlich auf dem Dritten. Oder eben Max Kühner, der hat auch 13 Punkte. Wir dürfen gespannt sein. Jetzt schauen wir aber erstmal auf Edward Levy mit seiner Rebecca. Die Uhren sind umgestellt. Nein, Entschuldigung, ne? Wir reden nicht von Sommer- oder Winterzeit zum Quatsch, sondern wieder auf Null. Das heißt, auch diejenigen, die mit 4 Strafpunkten in diese Siegerrunde reingekommen sind, die haben trotzdem noch die Chance, nach vorne zu kommen. Und die will er ergreifen, der Franzose. Hoppala, der fällt da aus hohen Höhen in den Sattel. Das spielt keine Rolle. Gleich wieder passend beigegeben und eine ideale Runde als Auftaktrunde. Denn das war vielleicht ein bisschen schmerzhaft, aber schnell. Denn zur Zeit, ich schaue noch mal nach, ob die irgendwo hier steht. Ich habe sie gar nicht hier notiert. Doch, da habe ich sie. 39,71 Sekunden braucht der Franzose lediglich, um hier strafpunktfrei zu bleiben. Von all den 13, die hier kommen, als Auftakt schon gleich einmal mehr.